bin in Insul. Das ist das Haus vom Schorsch. Und ja, zumindest das, was die Flut übrig gelassen hat. Hier ist fleißig gearbeitet worden. Und wir klingeln jetzt mal bei ihm, weil er erwartet mich. Er hat nämlich ein Problem seit der Flut. Und wir schauen uns das jetzt mal. Klingel kann man, funktioniert, kann man mal, ne? Sehen, wie viel Dämmung da früher ja. war. Schorsch? Hi, grüß dich. Dieter, grüß dich. Grüß dich. Ich habe schon gesehen, hier Fassade hast schon alles runtergeholt, ne? Ja, musste ich leider. Okay. Muss den Klinker runtermachen wegen dieser Wolle halt. Die war verseucht mit Öl und Fäkalien und hier so. Hier war Klinker drauf. Hier war Klinker drauf. Genau wie hier. Der Kameramann kann das einfach einfangen, ja. Wie die Garage. So sah das Haus komplett aus. Oh. Ja, genau. Und den musst du mal runtermachen. Wegen dieser Wolle, die da halt am Haus ist und die war total nass und verseucht und das hättest du auch nicht mehr trocken gekriegt. Bis wo hat das Wasser hier bei dir gestanden? Ja, ungefähr 1,50 also im so Haus. Ja, hier ungefähr so im Haus. Na gut, das reicht ja, um alles kaputt zu machen. Das reicht, ja. Aber sieht, wenn ich dazu sagen darf, hier im Eingangsbereich schon ganz ansehnlich aus. Ja. Wir haben, mal reinkommen? Ja klar, kommt rein. Ja, warte, ja. Komm, wir können rein. Ja. Ich bin noch ein paar Handwerker am Start hier, aber ja, das hab ich mir euch fast davon nicht stören. So, jetzt sind wir in deinem Reich hier. Ja, genau. Wir haben hier schon ein bisschen Gas gegeben, wie man sieht. Kommst du hier aus dem Ort? Ja, genau. Ich bin hier geboren und werde auch hier sterben. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Das können wir schneiden. Ja, vielleicht dann lassen wir drin. Warst du in der Flutnacht hier? Ja, ich war hier, genau. Mit meiner Frau und meiner Katze. Wie hast du es erlebt? Also wie, also, die meisten sagen ja, es kam so plötzlich, ne? Ja, es kam wirklich plötzlich. Wir haben noch, also ganz ehrlich, wir haben noch versucht, hier Haustür abzudichten mit Bettlaken und was du halt noch so gefunden hast, ne? Ja, und das macht aber keinen Sinn. Als, sag mal, 20 Minuten später ist die Haustür aufgeflogen, ist in dieser Höhe auch hier durch das ganze Haus durch, hinten mit Fenster und Rahmen, komplett durch an der Küche wieder raus. Einmal durchgeschossen. Einmal durchgeschossen. Ja. Und ihr habt euch dann wahrscheinlich in die obere Etage gerettet. Wir haben uns die Katze genommen und sind in die obere Etage und haben gehofft, dass es einfach nicht weiter steigt. Ja. Ja, klar. Wie lange wart ihr dann oben, also bis das Wasser mal wieder raus war? Ja, wir waren die ganze Nacht oben. Also da konnten wir morgens gerade mal so runtergehen, da stand immer noch Wasser hier drin. Ne? Und apropos Wasser, ihr habt immer noch ein Wasserproblem, aber ein ganz anderes, ne? Ja, wir haben ein Grundwasserproblem. Also ich sag mal, das Grundwasser ist seit der Flut um circa einen Meter höher als vorher, als normal. Kann man das in deinem Keller sehen? Das kann man sehen, ja. Können wir mal runter? Ja, klar. Kommt mit. Schöne Tür. Ja. Gut Holz. So, wie man sieht. Ja, warte, bis wir unten sind. Ja, genau. War das vorher schon? Schau mal hier, Schorsch, hier, dass das so... Ja, das sind so die Schäden jetzt vom Wasser, weil das Wasser hier hochzieht halt. Das ist die Farbe, die jetzt abblättert. Also das war vorher noch nicht? Nee, so extrem war es nicht. Wir hatten schon mal ein Grundwasserproblem, wie der Kanal neu gemacht worden ist, 2011. Da hatte man schon mal Wasser im Keller, aber das war immer nur so für einen Tag oder zwei Tage mal, wenn extremes Hochwasser war. War das Hochwasser wieder weg, ist auch das Grundwasser wieder gefallen. Ne? Und hier habt ihr jetzt das Wasser stehen? Ja, hier siehst du noch so ein Rest vom Grundwasser. Ja, genau, das ist genau. Das steht also. Das drückt sich von unten hoch. Genau. Da drückt wahrscheinlich entweder hier außen an den Wänden rein durch die Isolierung, die wahrscheinlich nicht fachmännisch gemacht worden ist, weil ich doch selber gemacht habe. Bin nicht vom Fach. Okay, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache, weil sehr viele Häuser hier in Insul sind betroffen, das weiß ich zufällig genau. Da steht ja auch noch Wasser. Genau, hier standen die Öltanks, das ist 5 cm tiefer, wie jetzt, sag ich mal, der andere Boden. Und hier sieht man, das ist praktisch der Grundwasserspiegel, der wie er jetzt ist. Das heißt, wenn es noch 2 Tage jetzt regnet, angenommen, 2 Tage schöner Regen, dann steigt das Grundwasser, sag ich mal, 20 cm. Und dann kann man sich vorstellen, würdet hier auch 20 cm im Haus stehen. Also mal langsam, wenn wir jetzt draußen im Garten bei dir buddeln würden, auf ja, die Höhe, ja. Dann wären wir auf Grundwasser. Genau, genau so ist es. Und das war noch nie so hoch, sagst du? Nee, das ist jetzt also
mindestens 80 cm bis einen Meter höher als normal. Ich kann das draußen, können wir auch später mal machen, in meinem Brunnen, kann ich das immer messen von oben. Bei 2,50 Meter von oben bin ich genau auf der Fliese und ich bin jetzt bei 2,50 Meter eigentlich. Also. Und normalerweise ist es bei 3,50 Meter um die Zeit mit dem Wasser, was jetzt in der A ist. Jetzt bist du nicht das einzige Haus hier, Schorsch. Nee. Sind dann alle anderen auch betroffen? Alle anderen nicht, aber ich weiß jetzt zufällig 6 schon mal hier, ja, die betroffen sind. Wie reagiert die Gemeinde hier? Ja, das ist schwierig. Also die Gemeinde ist wahrscheinlich auch abhängig von der oberen Wasserbehörde, die das alleinige Recht hat, über die A zu entscheiden, was gemacht wird und was nicht. Ne? Die Gemeinde ist eigentlich ziemlich machtlos. Was sollen sie auch machen? Ne? Hast du denn eine Erklärung dafür, warum der Grundwasserspiegel jetzt so plötzlich gestiegen ist? Ein Meter ist da viel? Ich denke mal, durch das Geröll in der A, die A ist auch höher gekommen dadurch. Ne? An manchen Stellen ist sie tiefer, an manchen Stellen ist sie aber definitiv höher. Und man sieht das auch, wenn man sich die A anguckt. Das ist stellenweise wie ein See, steht das Wasser. Es fließt gar nicht mehr richtig. Und ich denke mal, dass deswegen das Grundwasser nicht weg kann, weil die A auch höher steht. Und mein Vorschlag wäre einfach, die A wieder in ihr altes Bett zurückzubaggern. Und das nicht nur jetzt auf 10 Meter oder so, sondern vielleicht mal komplett durch den ganzen Ort und auch noch weiter bis in den nächsten Ort rein. Und ich denke, das Problem wäre dann behoben. Ja, weil das Problem hast du ja sonst auf Dauer. Ja, eben. Ja, genau. Das Problem werden wir auf Dauer haben. So. Wenn nichts gemacht wird, dann bleibt das so. Ja, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Nee, ich glaube auch nicht, dass sich irgendeiner sowas wünscht. Also, wenn 3 Tage regnet, ein Schwimmbad im Keller zu haben. Ja. Ne? Und das ist ja auch mit Sicherheit nicht gut für die Bausubstanz und für die Mauern und so weiter. Ne? Also halt mal fest, vor der Flut hattest du das mal ganz sporadisch, dass ja, genau, ein bisschen Feuchtigkeit, ja, hier drin war? Genau. Und seitdem jetzt quasi, sobald es regnet, regelmäßig? Jetzt habe ich das praktisch seit 7 Monaten so. Da wart mal ein paar Tage gut, dann regnet es 2 Tage und dann hast du die gleiche Scheiße schon wieder. Du sagst jetzt, du vermutest, das hängt ja, mit, genau, dem, mit der A zusammen, genau, aber keiner weiß es jetzt. Es gibt doch keinen, der sich jetzt mal hier umgeguckt hat und gesagt hat, komm, wir kriegen das mal raus. Das ist das Problem. Es wird vielleicht Sinn machen, wenn man Geologe rauskommt und guckt sich mal die Bodenbeschaffenheit an oder wie es vorher war, Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel, ne? Dass man sieht, was sich verändert hat. Weißt du, wer zuständig ist fürs Grundwasser? Nee, keine Ahnung, aber ich denke mal, dass... Untere Wasserbehörde oder? Ja, ich denke mal, obere Wasserbehörde. Die haben auch gesagt, es muss was gemacht werden irgendwann. Also irgendwann reicht mir definitiv nicht, das kann in 2 Jahren sein. Und wenn das Haus noch 2 Jahre im Wasser steht, also denke ich, ist das nicht förderlich für die Bausubstanz. Nee. Und so. Und eventuell Schimmelbildung, kennt man ja auch durch dieses feuchte Klima. Jetzt. Ja, und dann laufen die ganze Zeit die Trocknungsgeräte, die, ja, fressen, genau, Strom. Ja, genau, so sieht's aus. Ja. Sollen wir am Pumpensumpf-Kumpen gehen? Da hat ja, er bestimmt ja, genau, hat's mir erzählt, ne? Genau. So, das ist dein Pumpensumpf? Ja, genau. Das ist mein Pumpensumpf. Den habe ich Gott sei Dank, weil hier unser, das ist die Höhe vom Kanal. Hier ist mein Kanal. Also da gehe ich in den Kanal rein. Ja. Das heißt, wir haben hier keinen Bodenablauf für. Und deshalb haben wir das damals so gemacht, dass man, wenn mal eine Waschmaschine kaputt geht, dass man das Wasser einfach da reinkehrt und pumpt das raus. Genau. Und Gott sei Dank habe ich das Teil. Wenn Grundwasser steigt, wird der Wasserspiegel hier im Keller nicht höher, sage ich mal, wie ein Zentimeter, anderthalb. Ja. Dann läuft es da rein, wird automatisch durch diese Tauchpumpe abgepumpt, direkt in den Kanal rein. Ja. Und was ist das hier? Das habe ich hier mal aufgeflext, weil... Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, weil wenn das Wasser steigt, dass der Raum praktisch trocken bleibt. Ganz einfach. Das fließt dann durch die Rinne direkt. Trick 17. Ja, Trick 17. Direkt durch die Rinne in den Pumpensumpf und ich kann hier trockenen Fußes, ja, noch Wäsche machen. Wo kommt das Wasser denn her, Schorsch? Ja, ich denke mal, das kommt außen durch die Außenabdichtung. Drückt sich dann durch. Drückt sich rein. Also man muss sich vorstellen, wenn das Wasser, sag ich mal, nur 30 cm am Haus steht, dann ist ja ein Druck, das sind ja Millionen Liter und das gibt einen Druck aufs Haus, das ist unvorstellbar. Ja. Ja, und ich meine, der eine Meter, der das Wasser jetzt dann höher gestiegen sein könnte, ja, der macht natürlich dann was aus, ne? Der macht natürlich was aus, ja. Und was ist dein Wunsch oder was wäre deine, ich sag mal in Anführungszeichen, Forderung? Also mein Wunsch wäre, dass sich irgendeiner drum kümmert,
dass Leute hier hingeschickt werden, die sich das mal vor Ort angucken, und sei es ein Geologe oder von der oberen Wasserbehörde einer, der sagt klipp und klar, ja, wir müssen was tun, die Ahr muss ausgebaggert werden oder. Also ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt die 100%ige Lösung ist, aber ich gehe da fest von aus. Gut, erstmal haben wir beide darüber gesprochen. Mit dem Interview machen wir das auch öffentlich, weil ja auch noch, du sagst, andere Häuser hier betroffen sind. Und ich hoffe immer, dass durch sowas ein positiver Druck entsteht. Ja. Und wir haken mal nach, wer dafür zuständig ist. Genau, das wäre klasse. Das ist der Plan. Wenn wir das so machen könnten, das wäre super. Da wir die Bude hier unten nochmal trocken kriegen, oder? Genau. Okay. Damit wieder lebenswert wird. So sieht aus. Deal. Ja, vielen Dank.